mehr Tempo mit in die Schule gebracht. Aber dann haben die großen Jungs mir das weggenommen. Das war nicht schön. Nun, was soll ich machen, um es denen heimzuzahlen? Hoffe auf Hilfe. Ja, du musst ein Messer mit in die Schule nehmen und das musst du dann den Jungen schenken und dann hast du dein Nilfett wieder, weil Messer sind ganz, ganz cool. Ja. Hallo, Altermäule. Ich werde aus dem Schulhof immer vom großen Bobo gehauen. Was soll ich tun? So, wir gucken jetzt erstmal, wer das ist. Ach hier, Bobo. Ja, wir machen jetzt Internetmobbing und wenn er nochmal was macht, dann sagst du mir das und dann zieh ich dir die Beyblades ab. Immer die Beyblades abziehen, immer die Beyblades abziehen. Dein Handy ist kaputt. Da fehlt die Null. Ah, danke. Jetzt habe ich repariert. Zeig dich mal in real. Ja, so steht das hier. Los, Anton! Schnell auf Franziskus! Du wie doof, Mann! Du hast dich aufs Maul gelackt! Alter Mäule! Wohin soll ich meine Popel kleben? Ja, wir in der Schule, ne? Wir kleben die immer in unser Panini-Sammelalbum und ja, das Tauschen in der Pause mit denen macht ganz, ganz viel Spaß. Juhu! Na, 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 alter Mäule! Man darf anderen Kindern nicht die Beyblades klauen. Da werden die ganz traurig und fangen an zu weinen. Die weinen da gar nicht, aber ich ziehe ihnen das trotzdem ab mit meiner Pistole. Bang, bang! Hallo, alter Mäule! Wann wirst du mehr Abonnenten als Kronk haben? Ich hab schon mehr als der Dummy-Doof-Mann Kronk. Nur zeigt YouTube das noch nicht an. Aber bald hab ich dich. Alter Mäule, ich glaube, wir haben ein Problem. Schlecker zugemacht. Wo sollen wir jetzt unseren Apfelsaft kaufen? Wird die Zivilisation zusammenbrechen? Sorry für die ganzen Rechtschreibfehler. Du hast zwar recht, aber es gibt noch andere Gefahren, die lauern. Ich weiß... Wenn ihr in den nächsten Parts von den Schulbelebenstipps dabei sein wollt, stellt Fragen in den Kommentaren. Und jetzt schau!